der Stadt Leipzig. Das Computerbildinstitut Leipzig bietet den Teilnehmenden ein freiwilliges Vor- und Nachbereitungstreffen inklusive kleiner Sprachkunde und einer Teezeremonie an. Auf dem Skript werden wir neben Nanjing auch Beinstandheit und Umgebung sowie Beijing besuchen. Weitere Details zum Programm finden Sie auf der Website der Stadt Leipzig. In Hamburg. Das Konfuzius-Institut Hamburg veranstaltet am 24. Mai einen kulinarischen Rundgang in der Hafenstadt. Dabei lernen Sie drei verschiedene Küchen Chinas und ihre typischen Gerichte kennen.